Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 9. Mein Name ist Blackridge und wie versprochen befinden wir uns hier vor Conde Arpata. Und ich habe natürlich auch, wie schon im letzten Video gesagt, noch ein klein bisschen gelevelt, ein, zwei Level noch dazu gepackt. Zidane ist jetzt Level 22, Lily 21, Vivi 21 und Quinna 19. Soweit sind jetzt auch schon alle ausgerüstet mit den Sachen, die wir letztes Mal noch irgendwo gekauft hatten. Soweit wie es geht. Den Rest werde ich irgendwann mal verkaufen. Und ja, ansonsten die Abilities. Anlegen, glaube ich, war das, ne? Nee, dann doch Abilities. Genau, die Abilities habe ich auch neu verteilt im Anlegen. Und jetzt müsste ich, glaube ich, nur noch mal bei Dingens. Okay, die hat ihren Pair Idiot. Idiot! So. Aber nichtsdestotrotz legen wir jetzt los mit Let's Play Final Fantasy 9 und ich glaube, ich habe gesagt, dass mein Name Blackwish ist, falls nicht, habe ich es jetzt. Es geht los. Ich habe mich vorher geräuspert. Puh. Hinter diesem Tal ist also die heilige Stätte, aber der Weg dorthin wird immer von einem Ohrkling versperrt. Der Weg neben den Gemischwarenlagen auch Mumpf. Dann lasst uns erstmal dorthin gehen und schauen, was Sache ist. Ja. Zurück bei den Ohrklingen. Bei dem sehr, sehr merkwürdigen Volk. Aber wir können ja gleich mal hier mal kurz wieder verkaufen gehen. Die müsste ja hier irgendwo sein. Genau, da könnten wir vielleicht auch nochmal mit dem Mogo reden. Nein, nicht du. Ich möchte gerne mit der Frau reden. Genau, erstmal möchte ich gerne den ganzen Kappes hier verkaufen. Ich weiß auch gar nicht, was ich mit 7 Pair-Idioten machen soll. Den Gletscherstock, der kann eigentlich auch weg. Wie gesagt, habe ich ja alles mal ausgerüstet. Ansonsten, ja, ich weiß auch nicht, was ich mit den ganzen Jadesteinen machen soll, ehrlich gesagt. So, dann kaufen wir mal wieder ein bisschen ein. Ja, das war's schon. Gut, dann können wir hier mal kurz nochmal mit Mogonov reden. Ich hätte so gerne einen Brief. Einen Brief von Mois an Gumu in Verwahrung. Einen Brief von Mogonov an Susuna in Verwahrung. Genau, speichern wir nicht. Hatten wir vorne an der Stadt gemacht noch, in der letzten Aufnahme noch. Beziehungsweise kurz bevor ich dann gelevelt habe, nachdem ich gelevelt habe. Was auch immer. So, bin ich jetzt hier richtig? Ich denke schon. Wir würden gerne hier durch. Kein Durchgang. Hier haben nur diejenigen Zutritt, die das Ritual der Treue durchlaufen haben. Was soll denn das für ein Ritual sein? Aber da geht hier am besten den Hohepriester fragen. Und wo kann man den finden? Der steckt hier irgendwo. Der Hohepriester, ich glaube, das ist Imshek hier. Das ist unser Schrein, wo wir unseren Segen von der Sonne und den Göttern erhalten. Doch nicht der hier? Nur mal kurz auf meinen Zettel gucken. Yes. Da steht was geschrieben. Was sind das für Zahlen? Die Paare, die vom großen Orkus den Segen des Himmels, der Sonne, der Bäume und der Erde erhielten und zur heiligen Stätte aufbrachen. 99 Paare. Oh. Wisst ihr denn überhaupt, wie ein richtiges Schiff aussieht? Ein Schiff, was soll das sein? Ein Trauungskahn ist ein Trauungskahn. Ach so, das ist ein Hochzeitskahn. Okay, geh mal weg. Geh mal weg. Stehst im Weg. Bla bla bla. Möchte gerne den Hohepriester finden. Auf meinem Zettel steht im Durchgang, wo links zwei Ausgänge sind. Ah, da müsste er das hier sein. Hey, du, bist du zufällig der Hohepriester? Dem ist wohl so, mein Sohn. Ich bin der Hohepriester. Was treibst du denn hier? Auch ein Hohepriester hat so seine Sorgen. Aha, naja, wie auch immer.
Wir wollen irgendwie zur Heiligen Stätte. Die Heiligen Schriften besagen, dass nur die, die das Ritual der Treue vollendet haben, sich dem Ort nähern dürfen. Was um alles in der Welt ist denn jetzt dieses Ritual der Treue? Wenn ein Mann und eine Frau den Segen der Götter erhalten und in den Heiligen Bund der Ehe treten. Ach so, also eine Art Hochzeit und Flitterwochen. Deine Worte befremden mich zwar, aber es wird wohl so etwas Ähnliches sein. Wenn wir dieses Ritual so hinter uns haben, dürfen wir zur Heiligen Stätte. Lilly, hast du mitgehört? Ist verzwickter, als ich dachte. Aber wenn wir zwei heiraten, kommen wir weiter. Aber das ist wohl Wunschdenken. Von mir aus? Entschuldigung. Bitte was? Ihr wollt euch vermählen lassen? Das Ritual ist eigentlich nur für uns Orklinge bestimmt. Aber ich finde das gerade so gut. Ich drück mal ganz kurz Pause. Ich finde das gerade so gut. Eine Hochzeit, die Orklinge ja sozusagen als Bund, ne, als Test einführen. Und sie dann ist natürlich so, yes, die Alte würde ich gerne mal heiraten. Ne? Und denkt sich einfach so, naja, aber Lilly, die will dich. Und sie sagt dann auf einmal, okay. In letzter Zeit will einfach keiner heiraten, wo wir doch beim 99. Paar sind. Darüber habe ich mir vorhin den Kopf zerbrochen. Aber so sei es, denn ihr sollt das 100. Jubiläumspaar werden, das den Segen der Götter erhalten soll. Wie war das nochmal im Mittelteil? O Götter der Berge und Bäume. Wie kam das hier alles doch gleich zustande? O gütiges Licht der Sonne. Um zu dieser vermaledeiten heiligen Stätte zu kommen, müssen wir dieses Ritual verendet haben. Und fürs Ritual braucht man nun mal Männlein und Weiblein. Moment mal, Lilly. Ist dir eigentlich klar, was wir hier machen? Wir heiraten. Schönen guten Morgen, aber sonst kommen wir ja nicht weiter, oder? Oh. Schönen guten Morgen, aber sonst kommen wir ja nicht weiter, oder? Ja, aber ich meine, sollte man sich sowas nicht vorher genauer überlegen? Es fängt an. Was hat sie denn nur vor? Normalerweise reagiert sie doch immer total sauer und ist dann gleich eingeschnappt. Die Hoffnung soll eure Kraft sein. Klar, kommen wir dann weiter, aber... Und die Hürden des Lebens zu überwinden. Hat sie sich vielleicht echt in mich verknallt? Natürlich. Treue soll euch den Weg erschließen. Dann war es ja echt der richtige. Dann war es ja echt die richtige Strategie, dass ich im Dorf der Schwarzmärge ja so lässig geredet habe. Der Himmel möge euch segnen. Ups. Lilly, jetzt sind wir endlich Mann und Frau. Du darfst die Braut jetzt küssen. Und der Bräutigam darf immer die Braut knu. Das musste ja so kommen. Das war fast klar. Jetzt braucht ihr nur noch den Zwillingen neben dem Gemischwarenladen einen Besuch abzustatten. Was muss denn noch alles tun? Das gehört eben zu unseren Sitten. Na dann wollen wir doch mal als das 100. Jubiläumspaar des Dorfes unseren Rundgang starten. Ein Ehepaar sind wir aber nur, solange wir hier im Dorf sind. Welch harte Worte. Sag mal, Sie dann, was sollen wir denn jetzt machen? Ihr? Alles nur nicht unsere Flitterwochen stören. Wollt ihr uns etwa zurücklassen? Ich werde sehen, was sich machen lässt. Dann lasst uns zu den Zwillingen gehen. Lasst euch doch auch trauen. Alles klar. Wie wär's denn, wenn ihr euch auch den Heiligenstand der Ehe treten würdet? Was?
Genau, das ist es doch. Derweil machen wir unseren Rundgang. Ein Lebensanfang zu zweit. Geil. Um die Hürden des Lebens zu überwinden. Treue soll ich den Weg erschließen. Der Himmel möge euch segnen. Ich bin ja so glücklich, Mampf. Ich auch. Ein Dieb. Wir sind das frisch verheiratete Ehepaar, Herr und Frau Tribal. Chirio, dann brecht ihr also zur heiligen Stätte auf. Ja, dürfen wir jetzt passieren? Chirio, aber klar, seid vorsichtig und gute Reise. Das ging schnell. Dann mal los. Ein Dieb. Huch. Mugu, beeil dich. Ich glaube, die mache ich noch anders. Kupo, stehen geblieben. Stehen geblieben. Was ist passiert? Keine Ahnung. Lass los, lass mal nachschauen. Für die muss ich noch eine andere Stimme finden. Wie irgendwas Lustiges. Wieder entwischt. Weiter dürfen wir nicht. Wohnt da draußen etwa noch jemand? Sollte eigentlich nicht der Fall sein. Die zwei kleinen Rackerer kommen ab und zu hierher und klauen unser Essen. Aha. Aber das nächste Mal kriegen wir sie. Ah, das ist das zweite Ehepaar. Vivi, Quinna. Und, habt ihr die Trauung hinter euch? Ja. Das wagt euch wirklich jemand vor meiner Nase Essen zu klauen, Mampf. Gut, dann können wir ja weiter. Okay, so, und dann schaue ich mal kurz. Achso, ja. Okay. Wir müssten nichts weiter tun. Dann gehen wir mal weiter. Ich schaue nur ab und zu mal auf meinen Walkthrough-Zettel, ob wir irgendetwas ganz Wichtiges vergessen haben. Aber in dem Dorf waren wir ja schon mal. Von daher gibt es da jetzt nicht so viel zu finden. Nanu? Condeia Pata, Bergweg. Kupo Kupo! Ich weiß nicht, wie soll ich sie denn jetzt synchronisieren? Zu hoch wird auf Dauer lästig. Vielleicht so wie Lilly, nur ein bisschen anders? Hm. Schnell! 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 Schnell, Mogo, wir müssen schnell weg, sonst schnappen sie uns noch. Ja, ist okay. Kupo, was hast du, Mogo? Kupo, warte, wo willst du hin, Mogo? So, da hänge ich nun. Selbst Mogo hat mich verlassen und jetzt bleibt mir hier nur der einsame Tod. Mogu, wenn ich sterbe, dann komme ich als Geist wieder und suche dich heim. Hörst du? Oh, verschwindet mir schon die Sinne? Jetzt sehe ich sogar schon Menschen ohne Hörner. Und der eine da hat sogar einen Schwanz. Hä? Ah, Hilfe! Nein, bitte, bitte friss mich nicht. Ich schmecke überhaupt nicht gut. Hörst du, ich schmecke ganz furchtbar, glaub mir. Quinna, sie sagt, sie schmeckt nicht. Schmeckt nicht. Denn ich schade, Mampf. Aber der Mokri vorhin ist schon eine Farbe, habe ich noch nie einen gesehen, Mampf. Na dann frisch ich halt den, Mampf. Nein, das geht auch nicht. Na? Hab dich. Danke. Alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. Und bist du auch... genau, bist du auch nicht verletzt?
Bist du auch nicht verletzt? Bist du... Ach, scheiß drauf. Ich sagte doch, ich sei in Ordnung. Täusch dich bloß nicht. Ich bin kein kleines Kind, so wie der blaue Knirps da. Aber... Die da und ich, wir schauen doch ungefähr gleich alt aus, oder? Sieh dann, Lilly? So eine Unverschämtheit. Und wer soll überhaupt die da sein? Ich habe auch einen Namen. Eiko. Volk, Mensch, Besonderheit, Horn, Geschlecht, weiblich, Alter, ca. 6 Jahre alt, Rechtshänderin. Eiko, ich bin mit ihrer Synchronisationsstimme noch nicht so ganz übereinstimmt, aber egal, wir kriegen das schon hin. Für jeden brauchen wir eine Synchronisationsstimme. Und diese geht so, genau, Eiko heiße ich. Genau, Eiko heiße ich. Ist das jetzt nicht ein wunderschöner Name? So, und jetzt, wo du den Namen von Eiko weißt, wie wär's dann mal langsam an der Zeit, dich vorzustellen? Das ist ja wohl das Mindest an Höflichkeit. Ich mag nicht. Was meinst du? Ich heiße Lilly und der Junge hier ist Vivi. Aha, und wie heißt du? Ich bin Zidane. Aha, Zidane. So. Sag mal, warum hast du das Dorf vorhin beklaut, Eiko? Ich hatte Hunger. Das ist mal ein Grund. Erinnert mich irgendwie an Quinner. Apropos Quinner, ob der wohl wirklich den Mogri hinterher jagt? Was sollen wir denn jetzt machen? Eiko will nicht, dass er Mogo frisst. Nun ja, ich glaube zwar nicht, dass Quinner einen Mogri verspeisen würde, aber... Eiko, wo ist eigentlich dein Zuhause? Ganz schön weit da drüben. Mogo ist vielleicht schon vorgeflogen. Wollen wir Eiko nach Hause begleiten? Deswegen finde ich diese zwei Synchronisationsstimmen halt doof, weil zwischen Eiko und Lilly halt fast genau dasselbe ist. Gewiss, der Wunsch meiner geliebten Frau ist mir Befehl. Ihr seid verheiratet? Ja, gerade vorhin haben wir. Unsinn, wir sind nur Freunde. Wahnsinn. Aber immerhin nennt sie mich schon einen Freund. Ach so, ist das fein. Dann will ich Eiko auch eure Freundin sein. Na, dann sind wir uns ja alle einig. Also Eiko, wo wir ja jetzt Freunde sind, begleiten wir dich gerne bis nach Hause. Juhu, wir haben ein neues Mädel in unserer Gruppe. Mensch, Zidane, das wäre doch was für dich. Juckzirpen? Warum sind die Juckzirpen? Das verstehe ich nicht. Wir nehmen einfach mal die Kiste mit und finden ein Zelt. Was ist das hier? Eine rote Steintafel steckt dort. Mitnehmen. Rote Steintafel erhalten. Ach so. Kann man hier noch weiter hoch? Nee, ne? Okay, dann gehen wir wieder runter. Zack. Rechts und zurück. Okay. Sieht ihr bei Juckzirpen? Hallo. Mögt ihr mich nicht? Dann eben nicht. Geht's hier noch irgendwo? Nope. Okay. Ich glaube, ich muss gleich niesen. Ich hoffe nicht. Ich muss auch 10 Minuten aushalten, ohne niesen. Ob ich das hinkriege? Stiltskin! Willst du nicht das Dreiteile-Set bestehend aus Talisman-Zelt und Äther für 666 Gil? Natürlich! Talisman, Zelt, Äther. Besten Dank auch, mit dem Geld kann ich wieder für eine Weile auf Reisen gehen. Susuna! An Susuna einen Brief übergeben. Danke für den Brief von Mugunov, Kupo. Mugunov zog ja von den Bergen ins Dorf. Da habe ich mir Sorgen gemacht, Kupo. Von Mugunov an Susuna. Ich lebe jetzt schon seit ungefähr einem halben Jahr in Kondea, Pater Kupo. Das Essen hier ist sehr lecker und die Leute sind alle wirklich sehr nett, Kupo. Aber woran ich mich einfach nicht gewöhnen kann, ist dieses verkupote Begrüßung Shirio, Kupo. Mir rutscht immer nur ein Shirikupo über die Lippen, Kupo.
Scheint ja nicht leicht zu sein, Dakopo. Okay, sonst hast du nichts. Dann speichern wir mal kurz. Wir haben ja schon wieder ein bisschen was geschafft. Das letzte Mal haben wir vor der Stadt gespeichert. Also überschreiben wir mal. Gucken wir mal. 7:14 zu 7:34. Also, ja, gut. Fast 20 Minuten. Passen wir schon. Sag ja, wir müssen noch 10 Minuten aushalten. Wo geht's hier lang? Da ist ein Loch, wo man eine Steintafel hineinstecken kann. Okay, da müssen wir dann zum Schluss hin. Denke ich mal. Ich schaue mich noch ein bisschen um. Ich weiß nicht, ob man nur eine Steintafel braucht, aber ich glaube eigentlich eher nicht so daran. Dann gehen wir mal hier hoch. Pop, 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 pop. Ja. Ups, ne? Wenigstens nicht genießt. Nur geschluckt auf. Ist das etwa... Ist das etwa die heilige Stätte? Sieht wohl fast so aus, aber ich weiß nicht. Soll ich hier weitergehen? Ich gehe einfach mal noch ein Stückchen weiter. Was war das denn? Okay. Ich weiß nicht, ob wir hier schon sein sollten, ehrlich gesagt. Oh, wer ist er denn? Ja, darf ich sagen, ich mag dich nicht. Ramu. Ach, Aiko kann auch heilen. Cool. Fenrir. Rufen. Fenrir. Schwarzmagie, Feuerer. Ab die Fahrt. Oh, meine Boxen sind ein wenig lau. Dafür habe ich euch jetzt angeschrien. Entschuldigung dafür. Alko heilen. Und da sehen wir das erste Mal Groll der Natur von Fenrir. Ich wüsste gern, wie man das ausblenden kann. Ah, danke. Schöne Attacke. Das ist eine Bestie, oder nicht? Du kannst also auch beschwören. Erstaunlich. Rufen. Obwohl, warte mal, wir heilen erstmal durch. Sie dann. Der kann nur noch Feuer ballern. Aiko ist tot. Hat keiner gesehen. Zack. Keine EP. Elixier und Zelt. Ja, manchmal greift einer dieser Riesen an. Normalerweise haut Aiko ja immer sofort ab, aber... Also, aber Aiko, hast du dich da... Hast dich ja doch... Findest du? Aiko, wie kommst du es eigentlich, dass du Bestien beschwören kannst? Sie ist eigentlich tot. Aber Lilly, du könntest doch auch Bestien beschwören, oder? Ja, aber... Beschwören zu können ist ja nicht gerade was Alltägliches, aber sag mal, Aiko, konntest du sie schon immer beschwören? Aber sicher, der Großvater von Aiko und überhaupt alle konnten bisher beschwören. Wie meinst du das? Ups, hier geht es aber nicht zum Haus von Aiko, hier geht es zu Ifarsh Baum.
Zum Haus von Eiko geht es da lang. Das ist ja wirklich ganz schön weit. Ifas Baum, ist das etwa die heilige Stätte? Wie? Ach ja, so nennen ihn die Orklinge, aber wir haben ihn schon immer Ifas Baum genannt. Ifas Baum? Gut, wollen wir dann mal gehen? Du bist tot. Eigentlich. Ach, da oben. Ich bin blind. Entschuldigung. Ability. Vita. Und dann kriegst du auch gleich noch einen Äther ins Gesicht. Zack. Und dann machen wir mal ganz kurz, genau. Eine gelbe Steintafel. Ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, dass ich eine gelbe sammeln musste, aber okay. Wir gehen einfach mal zurück. Ich habe jetzt auch noch mal ganz kurz die Monster ausgeschaltet. Nur für diesen Weg hier. Ich weiß nicht, ob hier welche spawnen, aber wir haben ja nicht mehr so unendlich viel Zeit. Deswegen gehe ich einfach mal hier noch mal runter. Zack. Zack, 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 zack. Dann gehen wir hier hin. Und dann setzen wir die hier mal ein. Ich hoffe, das reicht schon. Rot. Gelb. Es fehlt noch was. Okay. Gute Frage. Aber hier oben... Nee, warte mal. Wir kommen ja von hier. Ich schau mal nochmal auf meinen Zettel. Also wirklich schlau werde ich daraus auch nicht. Ich hätte mir vielleicht ein bisschen mehr aufschreiben sollen als nur Wege. Aber so ist das halt. Ich frage mich immer noch, was mit den Juckzirpen hier ist. Genau, von hier kommen wir. Und hier ist... warte mal. Hier oben ist noch eine Truhe. Ei, Heilmittel. Sehr gut. Vielleicht gibt es ja hier auch noch irgendwas. Etwas, was ich übersehen habe. Ja, genau. Jetzt müssten sie komplett sein, die drei. Dann gehen wir wieder zurück. Dann habe ich nur diesen einen Weg hier übersehen. Gut, das passiert. Das schaffen wir aber noch. Vielleicht nicht in der vorgegebenen Zeit, aber das ist jetzt auch egal. Dann überziehen wir halt ein bisschen. Aber ich denke, sobald der Stein eingesetzt ist, können wir das Ding hier auch schon wieder beenden. Für heute. Aber ich denke, das kriegen wir schon hin. Ich denke mal, ich werde da auch gleich nochmal zelten. Beziehungsweise eigentlich können wir den Stein einfach einsetzen. Das war glaube ich falsch, oder? Nee, hier müssen wir den Stein einsetzen. Genau. Da ist ein Loch, wo man... Noch was? Ich habe da schon drei reingesteckt. Da muss ich dann echt mal gucken, ob ich noch irgendwas finde. Dann speichere ich hier erstmal. Und dann schauen wir mal, dass wir da in der nächsten Episode vielleicht alle Steine finden. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe mir zwar ein bisschen was aufgeschrieben, aber leider nicht alles. Gehört halt dazu. Aber ich denke, spätestens in der nächsten Episode von Let's Play Final Fantasy 9 können wir uns da mal umschauen, dass wir doch nochmal alle Steine finden. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall Eiko in unserem Team und deswegen ist das doch ein relativ guter Abschluss für die heutige Episode Let's Play Final Fantasy 9. Und ja, so schnell geht das Jahr auch schon wieder fast vorbei. Naja, nicht ganz, aber wir befinden uns nämlich schon wieder im März. So schnell kann es gehen, so schnell sind schon wieder fast 2-3 Monate rum. Aber trotzdem würde ich mich gerne von euch verabschieden. Ich wünsche euch alles Gute. Tut nicht das, was ich nicht auch tun würde. Mein Name ist Breckwitch. Bis zur nächsten Folge Let's Play Final Fantasy 9. Bis dahin alles Gute und ciao.